Willkommen zusammen zu diesem Szenario hier auf der Schnellfahrstrecke Köln-Aachen. Wir fahren heute den Thales. Ihr seht es schon. Wir stehen hier in Aachen, steigen mal ein und alles weitere gleich. Die Türen sind schon offen. Dann legen wir mal den Richtungswender in die Vorwärtsstellung. Leistungsschalter auf an und dann den Leistungsschalter schließen. Das müsste jetzt geklappt haben. Dann gehen wir hier im Fahrmodus auf Geschwindigkeitsvorgabe. Wir dürfen 40 fahren. Also stellen wir das auch erstmal ein. Sehr schön. Die Türen können wir ruhig noch einen Augenblick auflassen. Stromabnehmer auf normal. Das passt alles. Mikrofon funktioniert hervorragend. Hecklichter machen wir an. Instrumentenbeleuchtung machen wir an. Das passt. Dann gehen wir mal hier rüber. Schalten uns die Instrumentenbeleuchtung noch an. Scheibenwischer brauchen wir dann vermutlich auch gleich. Können wir jetzt noch erstmal auslassen. Lampe löschen, Test. Panne, Panne. Ja, was auch immer. So, was haben wir noch hier? Rechtes Korridorlicht, Klimakontrolle. Ja, nee, doch nicht. Aber schön, dass es Geräusche macht. Das ist schön. So, hier ein bisschen Instrumentenlicht an. Klimakontrolle niedrig. Können wir hier auch noch Instrumenten? Jawohl. Hier lässt sich nichts bedienen. Das ist okay. Dann machen wir links die Türen zu. Und schauen uns mal ganz kurz noch dieses Repaint hier an. Also, das ist natürlich ein fiktives Repaint. Der TGW Duplex fährt nicht in diesem Gewand rum. In Wahrheit ist es ein einstöckiger Zug. Aber sieht trotzdem sehr schön aus. So, dann Bremsen lösen. Jawohl. Das müsste eigentlich passen und dann könnten wir Leistung nicht aufschalten. Warum? Habe ich irgendwas vergessen? Jetzt. So. Und auf geht's. HUD werden wir gleich angeschaltet lassen in dem höheren Geschwindigkeitsbereich, weil wir normalerweise in dem höheren Geschwindigkeitsbereich ja mit einer LZB fahren würden. Da wir aber keine LZB haben, na, ich dachte, der Scheibenwischer ist jetzt an. So, Intervall 10, 40, 60, alle 10 Sekunden. Genau, also da wir ja keine LZB haben, werden wir natürlich dann mit dem HUD fahren müssen. Denn die Signale hier an der Strecke werden uns in dem höheren Geschwindigkeitsbereich selbstverständlich nicht mehr weiterhelfen. So, ab hier dürfen wir dann gleich 100 fahren. Das können wir auch hier schon mal einstellen in unserem Geschwindigkeitsvorwähler. 100 km/h sind ausgewählt und sobald der ganze Zug dann drüber ist. Schön.
Sind überhaupt die Lichter vorne an? Ja. Können wir die auf vielleicht noch ein bisschen heller stellen? Wo kann man denn die Lichter einstellen? Lokführerpultbeleuchtung. Da, Spitzensignale. Normal. Hat das jetzt einen Unterschied gemacht? Okay, die Pultbeleuchtung auf jeden Fall. Ja, ein bisschen. So, wir dürfen 120 fahren. Das Szenario ist aus dem Rails im Forum vom guten Leo, der immer mal wieder hier auch zuschaut und immer mal wieder kommentiert, in den Livestreams vor Ewigkeiten mit dabei war. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Aber an dieser Stelle schon mal danke für das Szenario, das wir uns jetzt natürlich in aller Ausführlichkeit angucken. Wir dürfen 140 fahren. Ein bisschen was am Szenario habe ich selbst verändert. Ne, der Intercity, der da in Köln Hauptbahnhof stand, den habe ich noch selbst mit eingefügt. Und ich glaube, bei ein, zwei Zügen habe ich noch irgendwelche Repaints ausgetauscht. Da rechts der Luftballon. Bei so einem Wetter würde ich dann doch eher ungern im Heißluftballon sitzen. Also ich muss sagen, ich finde den TGV irgendwie noch ein bisschen gemütlicher, angenehmer als den ICE. Also von den Hochgeschwindigkeitszügen, die wir jetzt haben, also ICE, ICE 3, TGV Duplex und ja, kann man den AC 64 Amtrak Zug mit dazu zählen? Weiß ich nicht. Aber ich glaube, von den drei Zügen fahre ich am allerliebsten tatsächlich den Thales, Quatsch, den TGV Duplex und die Ankündigung auf 120. Nehmen wir mal nur die E-Bremse dafür. Und die Ankündigung auf 110. Genau, also tatsächlich fahre ich, glaube ich, den Thales am allerliebsten, beziehungsweise den TGV Duplex, weil der einfach so unglaublich gemütlich und angenehm ist. Der ist ja noch ein bisschen älter, der ist ja richtig oldschool eigentlich, so vom Führerstand her. Also ich finde das echt angenehm, hier drin zu sitzen. Klar, ICE hat auch was, sehr modern eben, zumindest vom Aussehen her. Also sieht halt deutlich moderner aus als diese Kiste hier.
Fahre ich auch sehr, sehr gerne, aber der Duplex, beziehungsweise generell die TGV-Züge, die haben einfach so was Gemütliches an sich. Und außerdem finde ich die Soundkulisse beim Thales extremst angenehm. Also dieses, so dieses leichte Hin- und Her-Schnattern im Hintergrund. Das finde ich einfach sehr, sehr schön. Eschweiler. Wir haben keinen Zwischenstopp. Wir fahren direkt durch bis nach Köln Hauptbahnhof. Jetzt ist das Licht endlich aus. Aha, wir dürfen schneller fahren, nämlich 160. Ich merke gerade hier diese 10, Intervall 10, das wird sicherlich nicht 10 mal pro Minute heißen, sondern doch, genau, das wird es das heißen. 10 mal pro Minute wird gewischt. Und dann würde die 40 vermutlich heißen, dass 40 mal pro Minute gewischt wird. Ergibt Sinn, oder? Ich meine, alles andere, alle 40 Sekunden einmal, das wäre, das ist ja ziemlich sinnfrei. Wäre ein ziemlich, ziemlich langes Intervall. Also wir müssten in ein paar Kilometern dann irgendwann auch rein theoretisch in der LZB sein, die wir selbstverständlich nicht verbaut haben und diesen Zug. Da heißt dieses Szenario an sich vom Fiktionalitätsgrad, ja, schon eher hoch. Wobei, ich habe es ja schon mal erklärt, mir persönlich ist das nicht so wichtig. Wenn es nicht zu 100% realistisch ist, es geht halt um den Spielspaß und ob es sich gut anfühlt und das tut es definitiv. Klar, ich habe jetzt keine LZB hier, die ich bedienen kann oder auch keine PZB. Okay, in Realität fährt nicht der Duplex hier rum, sondern der PBKA heißt der, glaube ich. Aber wir haben halt nur das, was wir haben im Spiel an Rollmaterial. Und das ist eben das Beste, was man daraus machen kann. Da hat irgendein fähiger Repainter sich dran gesetzt und hat da dieses sehr, sehr schöne Thales-Repaint entworfen. Und jemand anders hat sich die Mühe gemacht und das Ganze noch in einem Szenario verwurstet. Mit einem übrigens realistischen Fahrplan. So viel ist vom
Szenario-Ersteller mit dazu gesagt, der Fahrplan ist halbwegs realistisch gestaltet, was ja dann auch ziemlich cool ist. Also man wird wohl tatsächlich so gegen 18:55 Uhr am Streckenkilometer 46,4 vielleicht einen Thales sehen können. Nicht genau den, aber einen Thales. Entsprechend ist das jetzt auch natürlich mit ja, so auf Signalisierung achten und so ist halt wichtig, aber bricht einem jetzt nicht unbedingt das Genick, wenn man da jetzt irgendwas, irgendeine Geschwindigkeitsherabsetzung nicht sieht. Ne, also ich denke mal, auch so ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt wird uns dann nichts anhaben können, wenn wir keine PZB haben. So, wir tuckern weiter mit 160 hier rum. Gleich irgendwann müsste es dann auch auf etwas höhere Geschwindigkeiten gehen. Und die LZP endet ja kurz vor. Oh, hallo? Oh. Ups. Ja. Ja, das macht manchmal der Simulator. Ist jetzt auch nicht das erste Mal in dem Video, dass das passiert ist. Ich glaube, immer beim ICE, oder? Nee, das war aber auch bei irgendeinem anderen Zug auch mal der Fall gewesen. Naja. Passiert. Ist halt, ja, der ICE heute verkehrt halt mit geänderter Wagenreihung und heute ohne die Wagen 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Und heute dann entsprechend auch ohne Bordbistro. So, das Signal blinkt vor sich her. Auf 80 geht's runter. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal ein bisschen Luftdruck mit dazu. Wir haben jetzt natürlich auch keine kein Zeitdruck, was das Abbremsen angeht in diesem Sinne. Also Zeitdruck im Sinne von durch die PZB. Ja, das ist halt so ein, ja, schlecht ausgewählter Fahrweg, der bereitgestellt wird, dass man hier runtergebremst wird. Dann kommt man auf dieses Bahnsteiggleis und wird dann über die nächste Weiche wieder zurück auf die Strecke gebracht, obwohl man hier nicht hält. Da kann der Szenarioersteller auch nichts für. Da kommt uns noch was entgegen. Ohne Lok. Ach, da. Ja. Genau, also man wird hier praktisch draufgeleitet auf dieses Bahnsteiggleis ohne jeglichen Sinn. So, wir dürfen 200 fahren. Das bedeutet aber leider jetzt auch, dass ich das HUD tendenziell etwas häufiger einblenden muss. Also jetzt vielleicht noch nicht, jetzt wird es sowieso in diesem hohen Geschwindigkeitsbereich bleiben. Aber so, wenn wir etwas näher dran sind an Köln. Dann muss ich da schon etwas häufiger aufs HUD gucken.
Ich will mich übrigens nochmal bedanken für die zahlreichen Kommentare und Aufrufe und Likes und was sonst noch so alles da ist. Jetzt bei mittlerweile über 300 AbonnentInnen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also, großes, großes Dankeschön an euch alle da draußen, die ihr zuschaut. Ich hoffe, ihr habt daran Spaß. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich hoffe, man merkt es auch. Gut, okay, die Rangierszenarien sind bei mir immer etwas chaotisch und irgendwann gegen Ende verliere ich da immer die Geduld für. Ja, weiß ich, ist vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, dass ich Rangierszenarien spiele, aber alles andere, da versuche ich dann noch, ja, halbwegs das Ganze bis zum Ende zu bekommen. So, ich glaube, wir dürfen auch schon, ja, wir dürfen auch schon auf die 250. Jawohl. Also von der Fahrzeit her wird es nahezu identisch sein wie mit den ICEs. Klar gibt es da ein unterschiedliches Beschleunigungsverhalten. Ich kann mir vorstellen, dass der TGV vielleicht ein wenig besser im unteren Geschwindigkeitsbereich beschleunigt. Ich glaube, der ICE hat eher so seine Stärken im oberen Geschwindigkeitsbereich, was Beschleunigung angeht, aber das ist auch nur eine grobe Mutmaßung, nur eine Schätzung. Vielleicht ist das auch nicht der Fall. Jetzt will ich aber doch den Scheibenwischer etwas häufiger haben. Bei den Geschwindigkeiten wird man ja doch lieber tendenziell ein bisschen mehr sehen. Das war ein Intercity. Hat er den falschen Stromabnehmer oben? Habe ich jetzt nicht richtig gesehen. Aber wir wollen auch nicht zu viel hier rausspringen mit der Kamera. Es regnet ja draußen. Bleiben wir lieber in unserem trockenen, gemütlichen Führerstand. Und fahren ein wenig durch den Regen. Da war noch mal eine LZB-Tafel. Die braucht uns aber tendenziell nicht so viel zu jucken. Wow, also dieser Geschwindigkeitsbereich 200 und aufwärts ist wirklich der Wahnsinn. Ja, ordentliche Soundkulisse, die 423. Interessant. So weiter an 250 km/h. Wir haben auch nur noch 18 Kilometer. Meine Güte, das geht einfach viel zu schnell. Das macht so viel Spaß. Und das geht einfach viel zu schnell. So, nach wie vor alles grün. Noch keine Geschwindigkeitsherabsetzung in Sichtweite.
Wie findet ihr das eigentlich? Also das ist ja jetzt so ein Community-Szenario mit ein wenig in Anführungszeichen abgespacedem Rollenmaterial und diesem eher fiktiven Szenario. Habt ihr da Spaß an sowas? Ich habe da extremst viel Spaß dran, weil es einfach dann das gleiche Spiel ist, aber doch nochmal ein komplett anderes Erlebnis bieten kann. Mögt ihr das auch? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, also eure Meinung zu diesen Szenarien, die ich ja immer sehr, sehr gerne hier spiele und vorstelle. Soll sowas noch häufiger kommen? Wie seht ihr das? Denn ich habe damit gar kein Problem. So, wann auch immer, ich mache das ja eigentlich häufiger, wann auch immer ein neues Szenario veröffentlicht wird, wo ich denke, ja, das wäre doch was zum Spielen. Dann mache ich da auch in der Regel ein Video draus. Und ich glaube, das werde ich auf jeden Fall beibehalten. Klar, die ganz normalen Fahrplanfahrten gibt es halt auch. Mache ich ja auch oft genug. Vermutlich sogar noch häufiger als Szenarien. Aber immer mal wieder hier jetzt hier so ein TGW Duplex als Thales mit einzustreuen, das hat doch Qualität. Also Daumen hoch auf jeden Fall, das Szenario macht bisher sehr, sehr viel Spaß. Das Rollmaterial ist auch in Ordnung. Also der KI-Verkehr, apropos KI-Verkehr, da kommt uns schon der nächste Zug entgegen. Oh, 160 km/h in 1,6 Kilometern. Ich würde sagen, wir nehmen mal die E-Bremse und gehen damit runter. Ja, nehmen wir die Luftdruckbremse mit dazu. Na, wir sind ein bisschen zu schnell. So, und 70 km/h in 2 Kilometern. Also nehmen wir die E-Bremse wieder. Da ist die Ankündigung. Wir würden jetzt natürlich PZB wachsam drücken. So, dann sind wir auch schon in 2 Kilometerchen in Köln Hauptbahnhof, wo dieses Szenario endet. Ab hier gelten 60. Und die Ankündigung auf 40.
Madame, Monsieur, wie sagen die das immer? Madame, was auch immer. Wir haben Köln Hauptbahnhof erreicht. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Ich hätte den Scheibenwischer ausgeschaltet. Muss ich ihn erst hier auf 0 drehen? Ach, das ist der manuelle. Ah. So, fahren wir hier wie auch in Realität bis etwas weiter nach vorne. Und bremsen mit Luftdruck. Jawohl. Türen rechts auf. Sehr schön. Hier haben wir noch die Hohenzollernbrücke mit dem Easter Egg von DTG, dem Esel. Da haben sie sich selbst noch verewigt als Graffiti. Ja. Mal gucken. Können wir auf die andere Seite noch rüberfliegen? Ja, witzig. Ich stand schon mal genau hier. Genau mit diesem Blick. Sieht natürlich in der Realität dann etwas schöner aus, modelliert aus. Na, hier ist halt natürlich, eigentlich ist dieser Teil der Strecke nicht mehr begehbar, deshalb ist der auch nicht wirklich ausmodelliert, aber sieht trotzdem sehr schön aus, hier mit dem Wasser und so. Also, ich erinnere mich auch auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, also hier links jetzt nicht mehr ganz so realistisch. Die Brücke sieht in Realität auch etwas anders aus. Die Kirche hier ist auch eine etwas andere, aber ist ja egal. Ich find's trotzdem sehr schön. Und würde sagen, ich danke euch sehr, sehr herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.